Heute würde ich euch gerne mitnehmen zu einer Tablet-Zeitung fürs Auto, wenn man mal unterwegs ist. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr auf meinem Kanal oder meinem Technikkanal eingecheckt habt. Ja, Urlaubszeit heißt ja auch meistens noch ein bisschen mit dem Auto fahren und das steht uns ja bevor. Ich hatte schon mal eine einfache Tablet-Zeitung, die an einer Kopfstütze installiert wird. Die werde ich euch vielleicht noch mal irgendwann zeigen. Aber das fand ich so ein bisschen ungünstig. Und da gibt es eine Tablet-Halterung, die wird in der Mitte zwischen den beiden, also zwischen dem Fahrer- und Beifahrersitz installiert. Und dann hat man genau in der Mitte seine 10er oder 12er Tablet-Halterung. Da muss ich nochmal genau nachgucken, ich glaube, bis 12 ist die geeignet. Aber auf jeden Fall für unser Samsung ist sie ausreichend. Und zu dieser Halterung und den kleinen Test würde ich euch gerne mitnehmen. Das heißt, wir werden sie uns hier mal angucken, was im Lieferumfang ist und auch ins Fahrzeug natürlich einbauen in unseren Skoda. Ich hoffe, ihr habt Lust und Bock. Es ist mal was anderes und ich finde es praktisch. Deswegen wollte ich euch das gerne zeigen. Und zu diesem kleinen Check würde ich euch gerne mitnehmen. Ich gehe ab zum Tablet. Autohalterung Check. Viel Spaß beim Video. So, das System, ihr kriegt es natürlich sauber verpackt in einem riesen Karton. Das hätte ich jetzt hier nicht reingekommen. Da ist extra nochmal Schaumstoff drin. Ist in einem braunen Karton verpackt und macht sich von da wirklich, kriegt es sauber, das auch verpackt und damit auch nichts kaputt gehen kann. Lieferumfang sind nochmal so zwei Haken, die kann man hier oben in die Kopfstützen einhängen, so als Halterung. Dann haben wir hier unseren Tablet-Halter. Der ist hier nochmal verschiebbar, na, dass man das dann noch so ein bisschen hin und her schieben kann. Und hier sind die Klemmen. Die macht man einfach rein in die Kopfstütze, zieht das an, schließt. Und dann hat man sie stabil drin. Das Ganze ist nicht nur aufs Grundgefertigt, das hier müsste Metall sein, recht leicht. Dann haben wir hier über unsere Trigon-Halterung, die ist wirklich, da ist richtig Dampf drauf. Ich muss mir bloß eine andere Halterung besorgen, bevor wir das endgültig durchziehen können, weil ich habe so meine böse Befürchtung, ich habe hier eine relativ dicke Halterung, dass das da nicht drin hält. Aber wir werden es einfach mal versuchen, weil das wird hier überstehen. Aber es könnte funktionieren. Doch, es könnte funktionieren. Ich habe mir auf jeden Fall noch mal eine andere Halterung bestellt, wo es noch ein bisschen bessere drin sitzt. Und dann muss man sich das Ganze so vorstellen. Man dreht die Schraube auf, drückt den Halter hier rein. Wenn man natürlich vergisst, das war nicht richtig, das war jetzt Absicht. So, und dann kann man das Ganze hier anziehen. Und klemmt sich eigentlich nur noch seine Halterung rein. Ne? Wenn das mal ordentlich verdampfen hier. Und dann hat man eigentlich schon relativ, kann das noch verstellen. Ne? Ich muss wirklich noch mal schauen, das machen wir denn jetzt die Tage, weil es soll ja bald in den Kurzurlaub gehen. Und ich finde es praktisch. Die Kinder können dann hinten noch mal ein bisschen einen Film schauen oder irgendwas anderes machen oder ins Internet gehen oder wie auch immer, ne, was so ein Tablet kann. Und das ist ein Samsung 510,2, glaube ich, oder 5 Tablet. Das passt da locker rein. Nochmal genau nachgeschaut, geguckt. Tablet-Halter für 2022 für iPad-Serie, Samsung Galaxy Switch-Handys von 4,7 bis 2,9 Zoll Geräte mit zwei Haken. Derzeitiger Preis 40 Euro. Gibt es noch einen Rabattgutschein von 5 Euro, den man einlösen kann. Also ja, so von der Verarbeitung finde ich das schon sehr klasse. Also kriegen wir ja auch ein 12,5. Man kann das Ganze natürlich dann auch drehen. Dann sitzt immer noch sehr fest. Die Klammern sind wirklich sehr gut, finde ich. Und wir gehen dann mal ins Auto und werden das Ding mal kurz einsetzen. So, wir wollen natürlich auch noch mal die andere testen. Die ist zum Fahren besser, ne? Guck mal. Ich würde sagen, das sitzt stabiler drin, ne? Weiß ich nicht.
irgendwie anfasst, weil das ist jetzt nicht so Stahl, so Metall oder so. Mhm. Wir haben hier ein bisschen mehr Halt drin. Okay, gut, die passt auf jeden Fall super rein. Na, da gibt es nichts dran zu maulen. Man kann das Ganze natürlich auch noch mal drehen. Die ist natürlich jetzt falsch rum reingemacht. Das muss ich noch mal ändern. Da muss man aufpassen, dass uns hier die Hülle nicht rausfällt. Nee, die ist richtig gemacht. Ich will noch mal die Bedienbarkeit gucken. Man kommt auf jeden Fall gut dran. Also das sitzt auf jeden Fall besser drinne, obwohl die große geht auch. Ja. Gut, Hauptsache mein Sohn ist nachher glücklich. Bist du glücklich? Mhm. Immer glücklich, gut. Okay, gut, dann kommen wir jetzt zum Fahrtest mit der großen Hülle. Die werden wir wohl sind. So, ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen verfolgen hier. Das ist echt schwierig. Als erstes hängen wir es hier ein. Und Nummer 2 kann ich euch jetzt auch nicht zeigen, so wirklich. So, jetzt haben wir es eingehängt. Wir müssen natürlich dementsprechend die Kopfstützen einstellen. Die ist etwas höher. Da. Sonst sitzt das Ganze natürlich schräg hier. Warum auch immer. Da muss ich nochmal nachgucken. Schauen wir mal kurz. Warum sitzt das hier hoch? Die erste Rasterstellung und da muss ich auch noch mal ein bisschen nachregulieren. Okay, so, es sitzt zumindest schon mal fest. Wir müssen noch mal anziehen, das ist nicht ganz einfach. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier meine Sitze unterschiedlich sind. So, also nach meinem Empfinden habe ich das gerade. Na, ich schwenke mal hier rüber. Ist schwierig zu zeigen. Das liegt jetzt an der unterschiedlichen Höhe wirklich der Kopfstützen. Die eine ist wesentlich höher als die andere. Okay, das sehe ich nämlich gerade optisch. Deswegen haben wir hier auch unterschiedliche Höhen. Muss ich die mal ein bisschen höher rausdrehen. So, jetzt hängen wir unser Tablet hier ein. Ist natürlich laut draußen. Und dann kann man eigentlich schon recht gut gucken. Wir werden es mal einschalten. Na, ist der Akku alle? Ja, das, nee, kommt. Und eigentlich, wenn man sich das so hinstellt, na gut, das ist jetzt wirklich die absolut blöde Halterung dazu. Deswegen habe ich mir ja noch eine neue bestellt. Damit es auch besser hält. Kann man hier schon richtig schön gucken. Coole Sache, dass wir starten das Teil mal. So, zu den Halterungen, die werden natürlich in diesem Falle hier eingeklinkt. Auf der anderen Seite natürlich auch. Und dann kann man sich da nochmal eine Jacke oder sowas anhängen. Das finde ich jetzt praktisch. Na, gestartet nicht oder... Haben wir jetzt den leeren? Ja, wir haben den leeren Akku. Wir werden das aber nochmal in einem Fahrtest ausprobieren, sobald ich die anderen Haltungen habe, weil das ist mir dann doch ein bisschen zu wackelig. Na? Ja, hier scheint der Akku leer zu sein. Okay. Gut, das Ganze passiert natürlich nochmal in einem Fahrtest. Ich habe ein Bild, aber... Ja, das ist... Echt die Leere. Ich
muss es unbedingt dann. Gut, wir werden das aber nochmal in einem Fahrtest ausprobieren. Um das Ganze zu entschärfen, könnt ihr das natürlich jetzt so drin. Ich lasse das jetzt so drin, weil das werden wir für die Fahrt brauchen. Aber wir machen noch einen kleinen Fahrtest. So, wir wollen natürlich auch nochmal die andere testen. Die ist zum Fahren besser, ne? Guck mal. Ich würde sagen, das sitzt stabiler drin, ne? Weiß ich nicht. Aber lieber anfasst, weil das ist jetzt nicht so stark, so mit Hand so. Wir haben hier ein bisschen mehr Halt drin. Ne? Okay, gut, die passt auf jeden Fall super rein. Na, da gibt es nichts dran zu maulen. Man kann das Ganze natürlich auch nochmal drehen. Die ist natürlich jetzt falsch rum reingemacht. Das muss ich nochmal ändern, damit man aufpasst, dass uns hier die Hülle nicht rausfällt. Nee, die ist richtig gemacht. Ich will nochmal die Bedienbarkeit gucken. Man kommt auf jeden Fall gut dran. Also, das sitzt auf jeden Fall besser drinne. Obwohl die große geht auch. Ja. Gut, Hauptsache mein Sohn ist nachher glücklich. Bist du glücklich? Mhm. Immer glücklich, gut. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt zum Fahrtest mit der großen Hülle. Die werden wir wohl nicht sehen. So, wir starten unseren Test und gucken, ob wir das jetzt so reinbekommen. In die Halterung. Das ist natürlich... hält auf jeden Fall. Also die... Okay. Sitzt fest drin. Kann ich es noch anziehen? Hier kann ich es noch etwas anziehen. So, ich gehe mal, nehme mal die Kamera rüber. So, ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen sehen. Das ist schwierig zu zeigen. Jetzt guck du mal aufs Bild. Kann man was sehen? Ja, man kann was sehen. Ich sehe das schon. Jetzt während der Fahrt. Nein, das reflektiert gerade schon von meiner Kamera. Deswegen kann ich bei. Ja, aber wenn wir es jetzt einschalten, mal gucken. Ja, es geht. Man muss sich das natürlich so jetzt. Es ist anstrengend, glaube ich, auf die Dauer, ne? Nein. Nein? Du hältst, filmst jetzt, ich fahre eine Runde. Und dann gucken wir uns mal das Gewackel hier an. Ich muss mal gucken, ob ich das noch nachziehen kann. Ich mache mal kurz Pause für euch. Ist natürlich schwierig zu zeigen hier. So würde das sitzen. Man kann den Halter natürlich auch dementsprechend hier verschieben. Also die Hülle eignet sich auf jeden Fall dafür und passt auch in diesen Halter. So, wir fahren jetzt los und checken das Ganze mal. Und du kannst ein bisschen Kommentar abgeben. Wackelt es sehr? Ja, es wackelt schon definitiv. Aber das sieht man, ich weiß es nicht. Wenn man jetzt so wirklich, wenn es nur, wenn nur, es muss es voll auf die Straße, denke ich jetzt mal. Ich fahre jetzt mal ganz ruhig bei 80. Ja, das müssen wir jetzt noch mal während der Fahrt, haben wir das jetzt. Aber es passt während der Fahrt. Ja? Ist für dich angenehm? Ja. Passt. Und die Hülle passt da auch. Ich drehe jetzt mal um. Jetzt kriegen wir gleich noch mal einen kleinen Huckel. Man muss sich das Ganze natürlich auf der Autobahn vorstellen, ne? Wir haben das aus dem Grund gemacht, dass unseren beiden Jungs hier nicht langweilig wird. Obwohl, James Craig wird bestimmt eher auf den Laptop gucken. So. Ich passe es auf den Screen zu gucken, wie wir fahren, dann konnte ich was machen. So, nochmal eine kleine Runde und dann kannst du dann. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Stoff. Wir sind bei fast 100 gewesen. Was meinst du? Test überstanden oder nicht? Ja, okay. Gut, dann kannst du jetzt beenden. Ja.
So, da sind wir zurück von unserem Tablet-Test, beziehungsweise Tablet-Halter-Test fürs Auto. Die passt. Die packe ich auch mit in die Videobeschreibung. Und die passt natürlich auch. Da sitzt sie natürlich am besten drin, weil von der Breite her. Na, und wie man sieht, man kann damit auch gucken, das sollte ich euch von den Kindern ausmachen, das haben wir nochmal in einem anderen Fahrtest ausprobiert. Kann man da jetzt während der Fahrt natürlich auch Filme gucken. Na, hier muss ich mir das nochmal so ein bisschen... So, jetzt ist auch richtig drin. Beide kann man nutzen. Na, zu den Höhen selber kommen wir nochmal, da... Oder beziehungsweise, das habt ihr schon gesehen, die verlinke ich euch im i, na, zu dem Video, weil das kommt als erstes, bevor wir hier unseren Fahrtest zeigen. Den Halter finde ich wirklich super, da gibt es nichts dran zu mecken. Und auch wenn ich den zum Testen umsonst bekommen habe, steht natürlich wieder Werbung eingeblendet. Der ist verstellbar. Ja, bei uns ist es ein bisschen doof, weil die Sitze sind unterschiedlich. Dann muss man sich das so ein bisschen einstellen. Man kann ihn drehen, verstellen, na? Und so eine Halterung passt dort rein. Das ist ja nur ein 10er, es gibt ja natürlich auch noch die großen 12er, Galaxy Note und was weiß ich. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob das passt, aber 10er passt auf jeden Fall rein. Und man kann die Kids damit beschäftigen. Stellt euch mal vor, ihr sitzt 6 Stunden im Auto, was wir dafür, wenn die noch jünger sind, was die dann von Affen zirkeln. Meine sind ja nur schon größer und benehmen sich dann, ne? Die sind dann beschäftigt, ne? Und können dann ihre Kinderfilme oder Erwachsene können dann sich beschäftigen, wie im Flugzeug kann man sich einen Film angucken und einem vergeht, die Zeit vergeht besser, ne? Wie man da hinten rum sitzt. Ich habe vorne zu tun, da kann ich nicht keinen Film gucken. Super Sache, finde ich. Also ganz toll, die Halterung gefällt mir, weil wir hatten ja schon mal diese Einzelhalterung, die habe ich euch nicht gezeigt, vielleicht mache ich das irgendwann nochmal. Wenn ihr das wollt, schreibt einfach in den Kommentaren, dann zeige ich die auch nochmal. Die wird an einer Kopfstütze festgemacht und da kann man dann auch seine Halterung einsetzen. Die liegt noch oben im Lager, da bin ich noch nicht zugekommen. Ich habe sie zwar getestet, aber ich sage jetzt nichts darüber und habe ich noch keine Zeit gefunden, das zu verdrehen. Das machen wir dann, wenn die richtige Saisonstart wieder ist, für die Herbstferien oder weiß was ich. Also die Halterung ist top. Und man hat natürlich auch noch die Möglichkeit, seine Jacken dort anzuhängen oder irgendwas anderes an Schatteken, was man da so noch loswerden muss. Tolle Sache das. Ich bereue das nicht. Gut, später werde ich sie natürlich wieder abbauen, weil die werden nicht immer ständig sein, aber für längere Fahrten ist das wirklich eine tolle Sache. Den Link dazu packe ich euch hier in die Videobeschreibung. Die beiden Höhen natürlich auch, die da passend zu sind. Vorausgesetzt, ihr habt einen 10er Galaxy. Wäre schön, wenn ihr diese Links nutzt, damit supportet ihr den Kanal. Da schon mal für danke. Die Verarbeitung von dem Halter finde ich echt super. Bin echt begeistert. Also in einer Rezession 5 Sterne, da gibt es nichts drüber zu maulen. Der ist eigentlich top. Der ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Wäre schön, wenn ihr diese Links nutzt, damit supportet ihr den Kanal, wie gesagt, und müsst aber nicht mehr bezahlen. Natürlich könnt ihr einkaufen, wo ihr lustig seid, das ist jedem selbst überlassen. Das ist auch nur ein Vorschlag. Da schon mal danke fürs Zuschauen. An die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen, damit ihr auch kein Video verpasst. Und wem es besonders gefallen hat, natürlich Abo da lassen, Daumen hoch. Ihr könnt den Kanal natürlich auch anderweitig supporten, das können wir immer ganz gut gebrauchen. Da unten rechts im Videorand ist immer ein Thank-You-Button, damit könnt ihr ein kleines Trinkgeld dagelassen. Dafür schon mal danke, das können wir auch gut gebrauchen bei so einem kleinen Kanal. Dafür auch danke. Nächste Videos am Start und wie gesagt, das Übliche, na, Glocke nicht vergessen für die Abonnenten. Ich kann mich an dieser Stelle nur verabschieden. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Technik-Check hier auf dem Kanal. Macht's gut, passt auf euch auf und bleibt vor allen Dingen gesund. Bis dann, bye bye.